Hallo zusammen, das ist mein tausendstes Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich 2016 im Oktober, 12. Oktober, ein Video gemacht und hochgeladen über genau diese Kühlbox. Verlinke ich euch am Schluss. Ich habe 1000 Videos, aber nur 3000, etwas über 3000 Abonnenten. Das ist relativ dürftig, wenn ich mich so umschaue. Kanäle mit 1000 Videos, die haben teilweise Abonnenten, das wackeln mir die Ohren ab. Aber ich bringe natürlich auch Sachen, die sind gar nicht interessant. Da bringe ich über Kühlboxen. Mein schlechtestes Video oder am wenigsten aufgerufenes Video ist über eine Kühlbox 12 Volt für Medizintransporte. Wen interessiert das? Fast so schlecht ist ein Video über dieses Kühlelement. Ja, das interessiert ja auch keine Sau. Aber mein bestes Video, das habe ich 2018 gemacht. Da habe ich meinen Junior gefilmt, wie er die Hecke geschnitten hat. Das hat 75.000 Aufrufe. Hecken schneiden tut jeder, aber eine Kühlbox bzw. Medizintransportbox hat ja selten einer. Mit dem habe ich relativ wenig Aufrufe. Was im Sommer mehr kommt, sind dann, wie repariere ich einen Kühlschrank? Kühlschrank kaputt. Momentan ist schlechtes Wetter. Ihr wisst vielleicht, ich habe ein Bötchen auf dem Rhein. Also noch nicht auf dem Rhein, weil ich habe es noch nicht drin. Das Wasser hat ja nicht mal 10 Grad. Also ich als Warmduscher ist da sowieso nichts zum Baden. Aber sobald es wärmer wird, schauen sich die Leute dann wieder Videos an über Reparaturen. Wenn ich meine Top-Videos zur Zeit schaue, sind es über Batterien, Ladebooster. Ich habe einen Opel Rocks, der wird momentan geguckt, dass es nicht mehr schön ist, aber den habe ich auch nicht mehr. Der steht jetzt momentan bei Opel wegen Garantie, der fährt nicht mehr, Punkt. Schauen wir, was da rauskommt, mache ich sicher ein Video. Dann bringe ich ja auch Videos über alte Kompressoren, also eigentlich nur 12-Volt-Kompressoren. Ich behaupte jetzt auch mal frech, ich habe die größte Sammlung an 12-Volt-Kompressoren, habe ich sicher schon vorgestellt im Video. Ihr wisst auch, ich habe einen Kampfbunker oder ein Infanteriewerk. Da bringe ich vielleicht auch wieder mal ein Video, wenn zum Beispiel ein neues Maschinengewehr dazu kommt oder sonst was. Da ist aber schon beim Raufsetzen bei YouTube muss ich dann angeben, dass da zum Beispiel Waffen drin gezeigt werden. Aber dieser Bunker, das ist ein Hobby für die nächsten 20 Jahre. Da gibt es viel zu tun. Schauen wir weiter. Ja, in Zukunft, was passiert? Ich werde sicher jetzt nicht mehr, also in Zukunft, die nächsten 6 Monate, nicht mehr ganz so viele Videos bringen, weil es fängt die Saison an, wie eben schon gesagt. Zurzeit kaltes Wetter, da ruft bei uns kaum einer an, das Telefon haben wir bald gefühlt, das ist defekt. Sobald es wärmer wird, kommen die Boote raus, kommen die Camper raus und die merken dann, dass seit August der Kühlschrank nicht mehr geht. Dann rufen sie an und wir haben ja mittlerweile auch so weit, dass wir keine Fremdmarken mehr im Sommer reparieren oder wenigstens während der Sommerzeit. Also wenn ihr einen Dometic-Kühlschrank habt, ab der Winterzeit ist okay, aber im Sommerzeit nein, weil es gibt ja... Könnt ihr bei mir einkaufen. Die eigenen Kunden kommen ja dann zuerst. Ist so. Und so werden weniger Videos kommen auf diesem Kanal. Ich suche dann immer noch einen Mitarbeiter für den Sommer oder auch länger. Hat sich noch nichts Vernünftiges gemeldet. Weiter bin ich
an einer Serie dran über den neuen Katalog. Den habe ich hier und ich bin erst auf Seite 27, nee, nicht mal, 23. Der Katalog hat aber über 70 Seiten, also da kommen noch 50 Videos, wo ich all diese Produkte genauer vorstelle. Da könnt ihr mich abonnieren, dann hier unten drücken und dann kommen die Videos. Oder wenn ihr den Kanal öfter schaut, komme ich ja sowieso. Ja, und von dem her, hier verlinke ich euch mein erstes Video, hier mein schlechtestes über diese Transportkühlbox. Diese Videos waren nicht geschnitten. Die waren also in einem Stück gedreht, nicht irgendwo mal eine Pause gemacht und dann das Stück rausgeschnitten. Meine Videos haben sowieso nicht so eine High Quality, aber ja, ich drehe die auch alle selber, ganz alleine, ohne Kameramann oder sonst irgendwas. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.